Hallo ihr Lieben! Juhu! Und Juhu vom Guru! Guru! Chris, was machen wir heute? Heute wir machen spannend. Heute Pringles. Eine Pringles, aber nicht die Pringles, die ihr kennt, sondern Pringles in einer Form, wie man sie noch nie gesehen hat. Als Nudeln, und die sind wirklich offiziell lizenziert, kommen aus Japan kommen die tatsächlich. Ganz, ganz spannend. Ich habe die netterweise übrigens von Fanashi die Welt zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr mir die zugeschickt habt. Finde ich echt super. Ich habe diese Grünen schon einmal getestet. Ja, gab es die nicht auch irgendwie mal in Deutschland eine kurze Zeit? Die gab es in einem Edeka, gab es auch, der die importiert hat. Und ich habe die Grünen getestet und habe da was festgestellt damals, ihr Lieben. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht beim Test, denn man bereitet diese Pringles, das sind übrigens Bratnudeln, anders zu wie Ramennudeln. Und diesen Fehler korrigieren wir gleich. Das hier sind ganz normale Ramennudeln. Das hier sind die Bratnudeln. Chris, was wollen wir zuerst machen? Die Ramennudeln oder die etwas komplizierteren Bratnudeln? Dann die komplizierten, oder? Komplizierten zuerst? Ja. Okay. Ich hab Bock auf Sour. Nee, lass doch die. Ich will Sour Cream zum Schluss. Alles klar. Und wir müssen das hier eh so ein bisschen, ne? Okay, dann machen wir. Ja. Machen wir auf? Ja. Spannend. Na, mach du mal auf, Chris. Ganz, ganz spannend, feierlich. Pringles. Nudeln. Hast du ein Messer? Achso, ich weiß nicht. Ah, ja. Ich hab ja, zack. Die, da kamen die Guru-Preise zum Einsatz. Und jetzt? So, jetzt müssen wir jetzt, glaube ich, aufmachen. Ich glaube, aber hier ist ja so ein. Hier ist ein Pfeil. Ist hier auch ein Pfeil? Nee, das ist Deko, ne? Das musst du, glaube ich, so. Dann machen wir es hier richtig. Ah, gucken wir mal rein. Super, da ist das Zeuges drin. So. Aus dem Kondom. Was? Ja, kannst du mal zeigen. Das hier sind die ganz normalen Safety Nudeln. Safety first, wenn man sich abends zu Netflix ein Chill trifft, kann man die Nudeln essen und danach hat man noch was als Hoodie dabei. Ich glaube, genau so ist das gedacht. So ist das gedacht. Ich glaube, es verhindert auch Kinder, wenn man es an dieser Körperstelle benutzt, verhindert es auch Kinder, glaube ich. Genau, und ganz für die klar. Kinder, die sich das kaufen, die können daraus eine Luftballon machen. Das ist doch so grandios. Was ist das überhaupt? Ich würde mir das nicht aufs Genital streuen. Interessant. Das sind die verschiedenen Gewürze, die da reinkommen. Ich mache mir das nicht aus Genital. Sätze für die Ewigkeit. Leute, die RTL haben, die hauen das. Ne, egal, die haben da was ganz anderes in Nudeln. Ich weiß, ich glaube, das ist eine Szene mit Spaghetti oder Stimmt, Jesus. Die wird auf den Bauch und dann kommt der ja rein. Romantisch. Also, guck mal, da kannst du noch Parmesan oder was hier oben drauf schimmen. Was ist das? Nee, was das ist, so Kräuter sind das? Kräuter. Und was ist das hier? Ja, das kann man nicht identifizieren. Da müssen wir uns einfach von dem Überraschungseffekt leiten lassen. So groß ist dieses Ramen-Nudel-Ding. Super cool. Und also. Das nächste Mal erstmal einfache Nudeln, ne? Ja, und zuerst kochen wir die Nudeln und dann machen wir das Zeug rein. Das sind wahrscheinlich die Toppings. Ja, ganz genau. Und damit wird es nochmal würziger. Ein so ein Becher hat auch 437 Kalorien auf 105 Gramm. Das ist ja interessant. Also, ich bin mal gespannt. Wir sehen schon, der Wasserkocher, die Anschaffung des Jahres vom Junkfood Guru, jetzt schon zum zweiten Mal hier im Einsatz. Ich bin wirklich so stolz, wenn ich mir mal was kaufe, ja. Geld ausgegeben, wirklich auch investiert in diesen Wasserkocher. Wie im Aquarium. Kennst wie im Aquarium. Diese Säulen, die auch so blau sind. Ja, ja, das, so sieht das aus. Das hat mich auch total berührt. Wenn da echt ein Fischwein aus, das sind so ja, das wär, dann wäre alles vorbei, glaube ich. So, ich koche jetzt hier das, das weiße, heiße Wasser rein. Du musst das, glaube ich, dann direkt umrühren, ne? Hast das du schon mal solche Nudeln gemacht? Und dann mache ich den Deckel wieder zu. Ich glaube, bis zu, siehst du den Rand hier oben? Ja. Es gibt einen Rand in diesem Bottich. Aber musst du das jetzt einfach ziehen lassen? Ja. Wie lange? Das lasse ich jetzt ziehen und ich mache da auch was. Was mache ich denn da drauf? Ah. Abdecken. Ja, dann lass uns aber direkt die nächsten schon mitmachen, oder? Und die nächsten machen bereiten wir jetzt auch nämlich vor, ihr Lieben. Mit dem heißen Wasser sind wir total, total gut vorbereitet. Da bin ich aber richtig gespannt. Wir lassen die ziehen. Danach rühren wir die um und kippen das ganze Zeug rein. Und in der Zeit bereiten wir die schon mal vor und wenn wir das testen, dann ziehen die, ne? Bin gespannt, ob ich schon wieder was falsch gemacht habe. Ja, das geht schon. Ich denke, hier steht extra was drauf, guck mal. Ja, das ist falsch, das ist so aufpacken. Mir fehlt eine japanische Kenntnis. Also, ich weiß jetzt wieder, wie es funktioniert und warum mir diese Lasche ist. So, auf hier. So. Hier kippe ich nachher das Wasser ab. Ach. Und die Gewürze mache ich erst zum Schluss. Hier ist sogar ein Pfeil dran. Sorry. Da kippst du jetzt erstmal das Wasser rein. Erstmal siehst du, hier sind hier auch nochmal diese. Hol mal raus, Chris. Was findest du hier drin? Auch wieder Gewürze. Das gleiche Zeugs? Ja. So ähnlich. Richtig. Das ist hier für Leute mit XXL. Für die ganz, ganz Großen. Hier kippen wir auch wieder Wasser bis zu einer Füllkante rein, heißes Wasser. Machen es dann wieder zu, lassen es mal durchkochen und kippen danach das heiße Wasser ab. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, Junkfood Guru war ein bisschen blöd. Ich habe das, glaube ich, zu früh abgezogen, decke ich gleich ab. Egal. Das hätte ich noch ein bisschen drauf lassen können. Macht aber alles. Das ist ein Testvideo. Ist ein, ja, schon der zweite Test.
Chris, du fährst bald in Urlaub, hast du erzählt. Wo geht's hin? Naja, geplant ist Kuba. Ich mach wirklich last minute. Aha. Weil meine beruflichen Verpflichtungen sind leider, schränken mich ein bisschen ein. Ach, guck mal, ja. Ich bin komplett aus dem Bild rausgelaufen. Ich bin ganz schlimm heute. Ein schlimmer Gastgeber. Super. Also, die Pringles. So, jetzt musst du da. Muss ich jetzt von allen Seiten abdecken. Wo bist du denn noch Food-YouTuber? Nutella-Glas und ein normales Glas. Das ist geil. Das muss durchziehen. Authentizität. Chris, aber ich hoffe, wir haben nicht diese Mischung durcheinander geworfen, oder? Nee, ne? Nee. Wo sind die vom Nee. Grün? Nee, aber das sind die beiden von dem eben. Ah, ja. Und das sind die drei von dem ersten. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit denen hier? Lass mal durchziehen so ein bisschen. Ja. Dann können wir das schon reinmachen. Mit dem Ramen ist, glaube ich, ein bisschen. Hast du schon mal Ramen-Nudeln zubereitet? Nee. Ich bin so ein Felder auch. Ich mache, wenn ich Nudeln mache, mache ich mir Ketchup rein oder mache höchstens Bolognese, wenn es ganz krass wird. Und ich glaube, bei dem Ramen bleibt nämlich das Wasser drin. I. Und bei dem Bratnudeln kippt man das komplett ab. Das ist nämlich dann zwischen dem Grün und dem Blauen. Bei dem Blauen. Ja, stimmt, Ramen ist ja schmierig. Ist das so? Naja, Rahm ist ja wahrscheinlich Rahm. Du hast es ja mit so einer Art Soße ummantelt. Ja, das stimmt. Sodass das Wasser drin bleiben muss. Bei Bratnudeln ist es ja, guck mal, wenn du asiatisch kochst, braten die auch durch. Bei den Bratnudeln kippen wir das Wasser ab und machen dann die Gewürze rein. Bei den Rahmnudeln machen wir die Gewürze direkt ins Wasser rein. Das wird also eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Eine Sorte schmeckt, habe ich noch gar nicht gesagt, nach Sour Cream. Die andere Sorte schmeckt nach Pringles Chili. Und sie soll nach Chili schmecken. Ich habe übrigens damals noch Pringles drauf gedröselt. Kann man nämlich auch. Man kann nur Pringles kaufen und so noch als Topping. Ja, wenn man ganz verrückt ist, kann man das machen. Super. Jetzt warten wir noch mal 4 Minuten, lassen wir das durchziehen. So lange müsst ihr aber nicht aushalten. In der Zwischenzeit spulen wir die Zeit vor und wir sehen uns in 4 Minuten eine wieder. Mal gucken, ob der Bart gewachsen ist bis dahin. Wir sind wieder da. Zweite Runde. Die Nudeln. Kann man noch verschmieren? Nee. Guck mal, die Nudeln. Chris, jetzt die Ramen-Nudeln. Da knallen wir alles direkt rein und rühren das um. Mm. Soll ich schon mal machen? Mach mal. Hau mal alle Zutaten rein. Wie viele Zutaten hast du? Du hast Kräuter, Pulver und irgendein Öl oder was ist drin? Hier ist ein Pulver. Naja. Bei den Bratnudeln ist es so, die grünen Bratnudeln, da kippe ich jetzt das Wasser hier ab. Dafür ist diese Öffnung ja auch gedacht. Alles ergibt einen Sinn, ihr Lieben. Da bin ich ja gespannt. Ich kippe jetzt das heiße Wasser der Bratnudeln in den Ausguss, ihr Lieben. Da bin ich auch wieder. So. Was ein Video. Hier übrig bleiben. Oh, zeig dir mal, was du dazu bereitest, Chris. Oder zeig mal halt doch mal deine Nudel in die Kamera hier. Ich kann es nicht heben. Mach hier so ein Zeug auf. Achso, ja. Mhm. Da ist so. So. Das sind beides mal, es ist die gleiche Basis. So Soße auch die Nudeln. Und ich mache jetzt auch komplett. Sicher, dass man das Wasser da drin lassen soll? Ja, das kannst du ja ruhig. Bei der 5-Minuten-Terrine lässt du das Wasser ja auch. Ja, aber das ist richtig cremig. Ja, genau. Flüssig. Ja, ich glaube auch, das wird so ein Nudelsüppchen. So, hier habe ich einerseits mein Pulver. Jetzt kommen bei mir hier noch die. Die grünen Bratnudeln sind ja auch die Pringles-Sorte Sour Cream and Onion. Mal Pulver hier mal drauf. So. Und dann will ich gleich das Pulver mit diesen gebratenen Nudeln verrühren. Und vielleicht habe ich doch wieder was falsch gemacht in der Zubereitung. Dann liegt es einfach daran, dass ich natürlich kein Talent in der Küche habe. Aber fertig. Oh, das riecht aber lecker. Habe ich das richtig? Mal hier. Habe ich dein? Geil. Und hast du mein Pulver und ich habe dein Pulver? Ich habe Chili hier reingemacht. Nee, du hast das richtig. Echt? Ja. Okay. Nee, das ist der Onion. Sicher, dass es Onion ist? Ja. Okay. Ich glaube schon. Mach ich das Blaue auf? Das riecht irgendwie nach Chili, finde ich. Na gucken. Vielleicht haben wir gleich eine neue Sorte kreiert. Warum auch nicht? Was ist das? Man kann ja auch Ramen frei kombinieren. Das ist diese blaue Tüte und ich frage mich, da drin ist, zumal ich jetzt, siehst du über den Aufriss? Ach hier, da ist der Aufriss. Nicht, doch. Mhm. Aha. Mhm. Warte mal. Ich hab's? Nee, doch. Nee. Ey, ihr seid verrückt hier. Ich finde jetzt mal eine Schere. So. Oder? Was ist hier drin? Was meint ihr? Auf jeden Fall Nudeln. Irgendein, oder sind da Kräuter, Gewürze drin? Ich hatte auch letztes Mal irgendwo, hattest du das Öl? Wie ist das denn? Nee, du hast kein Öl, du hast ja Brat. Das ist ja das nächste Pulver. Das ist Zucker mit Onion-Pulver. So künstlich alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben was durcheinander geworfen. Wenn ihr aufgepasst habt, schaut mal. Misch mal.
Ich habe das Gefühl, ich habe hier Sour Cream Chili Onion Geschmack. Vermengen Sie mal. Ich rühre das jetzt mal um, jetzt zweifache Pulver. Herr Guru, vermengen Sie mal. Hier hatte ich beim letzten Mal nicht auch ein Öl dabei, Chris. Hast du das Öl genommen für die Nudeln? Hattest du ein Öl dabei? Mhm. Ja. Das Öl war eigentlich für die Braten. Meinst du? Ja. Wir haben jetzt eine... Also gib mir mal deine... Chris, während ich hier umrühre, probieren wir mal deine Bratnudeln. Wir haben es schon wieder verbockt, aber ihr wisst, wie man es richtig macht. Vertauscht nicht die Pulverzutaten. Das macht diesen YouTube-Kanal so authentisch. Weil es geht immer irgendwie schief. Und wenigstens haben wir bei der Zubereitung... weil das Öl gehörte eigentlich in die Bratnudeln, was ja auch Sinn macht, denn da gehört es rein. Wie schmeckt es denn, Chris? Aber du hast ja auch Chili, ne? Lasch. Wenn es lasch schmeckt, dann heißt es, wir haben hier eine Chili Sour Cream Edition der Bratnudeln ohne Öl. Das ist spannend. Wir haben wieder was Neues erfunden, Chris. So, ich probiere jetzt hier die Bratnudeln, wo ich das Wasser abgedingst habe. Das sieht schon ein bisschen krass aus, ne? Aber auch lecker. Das müsste auch viel krasser nach Sour Cream riechen. Ich habe voll scheiße umgerührt. Warte mal. So, magst du ein bisschen umrühren? Ich vergreife mich mal an deinen Rahmen. Das riecht echt ein bisschen lasch. Ja, oder? Dafür riecht das aber richtig stark. Genau. Wir haben auch einfach die ganze Gewürzmischung doppeltes Glutamat in eine Packung. Heißt 3 Tage wach. Ich probiere erstmal hier das Wässchen, das Süppchen. Aber schon lecker. Schmeckt das Süppchen? Ja, es hat auch eine leichte Schärfe, finde ich. Ich bin mal gespannt, wie die Scheiße jetzt schmeckt. So, guck mal, sieht man einen schönen Vergleich auch. Pass auf jetzt. Sehr gespannt, Chris. Ich geh mal zurück. Für Chili ein bisschen. Lass alle lecker. Ich finde die Rahmen echt ganz lecker. Oh, was geil. We love it. I love Ramen. Oh, was geil. Oder? Find's auch sehr lecker. Mega stark, ne? Das ist jetzt richtig. Das schmeckt wie ein Onion-Chip. Mm-hmm. Hier ein bisschen Lass. Wir haben eine doppelte Würze. Aber oh, geil. Wasser ist geil, oder? Nudeln. Ich liebe es. Entschuldigung fürs. Oh Gott. Ich muss mal die Schafen probieren. Aber mit dem Wasser hier auch. Wir haben die Portionsmenge genau richtig gemacht. Das ist sehr gut gelungen. Die sind aber nicht scharf. Die sind so ein bisschen trocken. Die sind nicht scharf. Nee. Aber das Öl hat hier noch reingemusst. Egal. Egal, schmeckt trotzdem. Ich probiere die jetzt mal. Nudeln, ich liebe es. Schmeckt so, wie es sein soll. Hast du ein Cola oder so? Oder ein Getränk? Oh ja. Oder ein Wasser? Getränk habe ich auch noch. Das gibt es erst beim nächsten Video. Machen wir noch eins, Chris. Getränk ist ein gutes Stichwort. Wir machen noch ein Video zusammen. Machen wir noch. Boah, sorry. Ich bin schon Scheißgastgeber. Natürlich habe ich gleich... Das schmeckt voll gut. Und das schmeckt richtig gut. Allerdings ist es jetzt die gepippte Version mit dem Chili-Pulver. Aber es wird ein geil, Chris. Chili, Sour Cream, Onion. Du wisst ja auch aus dem ersten Video, dass es nach Sour Cream schmeckt. Ich möchte, dass es das in Deutschland gibt. Mhm. Soll ich mir holen? Soll ich mir wirklich holen? Finde ich ganz geil. Also die finde ich gut. Die sind so lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte findest du? Ja, 10. Ja, echt geil. Das finde ich geil. Echt lecker. Das ist so pervers, dass es wieder geil ist. Finde ich auch. Dann geben wir hier heute. Na, ich bin 9 Punkte, gebe ich. 9? Das andere gebe ich, glaube ich, nur so 8. Oder nicht mal, so 6. Die anderen gebe ich 8, weil wir haben es versaut mit dem Pulver, Christian. Ja. Dann können die nichts dafür, die Nudeln. Dass wir das verpulvert haben. Verpulvert haben was. Spannend! Oh mein Gott! Also, Bratnudeln Pringles. Super geile Sache. Wollen wir in Deutschland haben. Finde ich auch ganz geil in dieser Edition. Und dann bereiten wir es auch ein drittes Mal zu und dann richtig Bratnudeln Sour Cream Chili Edition. Vollkommen übertrieben, aber auch mega lecker. Und die Nudeln sind echt gut. Ja. 9 Punkte dafür. Ich gebe 8 für die blauen, weil wir es versaut haben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und Chris folgen. Stalkt ihn auf YouTube, die Show mit Chris und auf Instagram. Oh ja, da würde ich mich freuen. Ich schreibe euch allen. Ja, prima. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.